Ich will noch mal gucken, wo denn der Rohquarz sich von hier aus befindet. Die nächste Ressource. Alter, das dauert. Rohquarz, da 1448 Meter. Also da hinten irgendwo. Ich weiß, wir werden hier nichts als Ärger kriegen. Das ist cool gemacht mit diesem Scanner irgendwie, mit diesem Plüm. 1211, alter Schwede. Ach, guck mal, da ist wieder ein Gegner. Herr Gegner. Boah. Du machst hier keine Feuergeschichten. Wow, das Viech war aber ganz schön stark. Vergleichsweise. Na komm, einfach was essen. Oh, ich spreche gar nicht ins Mikrofon. Ich sitze sowieso sehr, sehr komisch hier. Dann lach doch. Ach, guck mal, da ist eine Schnecki. Interessant. Einfach so an der Wand. Das ist interessant. Und morgen darf ich schon wieder Minecraft aufnehmen. Bin irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen geraten mit meinen Arbeiten in letzter Zeit. Wegen der Musik halt. Ja, geht immer nur eins von beiden. Und ich hatte mich voll in die Musik reingestürzt und habe deswegen halt so ein ganz klein wenig meine Aufnahmearbeit vernachlässigt. Oh, jetzt laufe ich hier irgendwo in die Gegend, wo ich gar keine Ahnung habe, was mich hier erwartet. Nochmal gucken. Kartierenerz. Nein, jetzt suchen wir noch Rohquarz, klar. Das ist immer noch so weit entfernt. Kling, komm. Oh, 1108. Wie fucking weit ist denn das entfernt? Ja, und da oben auf dieser Brücke, da ist ein Rambock, der ein klein wenig anders ist als die anderen Ramböcke. Also der ist sehr viel stärker. Der hat mich da oben runtergekickt. Und da ist auch wieder so eine Mercer-Sphäre. Ja, ich bin ja wirklich gespannt, was eines Tages mal aus den Mercer-Sphären wird, wenn sich Coffee Stain daran gesetzt hat und daraus was gemacht hat. Sehr, sehr interessant. Da unten weiß ich, da sind irgendwie solche komischen fußballartigen, solche Fullerenartigen Strukturen. Da ist wieder ein Grunzi. Nee, das ist ein Feueridiot. Ja, dann komm mal her, Feueridiot. Feueridiot. Komm her. Ah! Warum habe ich denn keine Waffe in der Hand? Verflixt. Klar. Läuft bei ihm ohne Waffe in der Hand einfach darunter. Immer wieder passiert sowas. Das ist wie das Bett in Minecraft, das vergesse ich auch immer. So, wo ist denn der Feueridiot? Hey, Feueridiot! Na. Wirst du wohl sterben? So. Guti. Da renne ich hier einfach so durch die Gegend. Das sieht ja interessant da oben aus, ne? Guckt euch das mal an. Aha. Ich habe kein gutes Gefühl hier.
Vor allen Dingen, weil das so eine hohle Gasse ist, ne? So irgendwie. Sieht so ein bisschen so aus wie Trap. Ich mag keine Trap-Mucke. So. Ach, guck mal, ein Grunzi. Oh, das ist nicht nur ein Grunzi, das sind zwei. Das sind drei. Der ist auf einmal peaceful gegangen. Was ist hier los? Warum sind da drei von den Grunzis? Ich will auf keinen Fall zwei. So. Drei? Hey, Grunzi. Ich hab Spaß hier für dich. Komm. Oh, Alter. Ja klar, morgens früh, wenn du schon stinkemüde bist, geh doch dann möglichst noch irgendwelche Monster erschießen. Was? Müsste doch eigentlich was Besonderes sein, wenn da schon... Da, guck, da unten sind diese Fullaren-Dinger, die aussehen wie so Fußbälle oder so. Grüne Elektroschnecke. Und da dachte ich, das wäre was Besonderes, als ich das in meiner Welt, also in meinem Spiel gefunden habe. Und bin dahin und war total enttäuscht, dass das dann überhaupt nichts Besonderes war. Ja, ich sollte aufhören, Biomasse zu sammeln. Was haben wir hier? So eine hohle Gasse, das sieht voll wie eine Falle aus. Oder unter Umständen etwas, wo man etwas Besonderes finden kann. Hier knistert schon wieder irgendwas. Ach, Grunzi? Boah, Grunzi! Grunzi, das kannst du nicht machen. Das Kackviech. Das zoomt hier irgendwo rum. Da ist es. Hä? Komm gefälligst da raus, du feiges Stück. Es ist verschwunden. Alter, das macht mich noch alle, wenn ich so weiter fehle. Boah. Alter. Gib mir den Panzer, du. Boah. Ich hab kein Leben mehr. Ich bin voll angespannt. Fuck. Oh Mann, krieg dein Essen raus. Komm. Alter. Nur noch 16 Börrelnüsse. Da war noch eins. Alter, ich bin so durch. Aber kein Wunder, ne? Das mache ich auch immer in Minecraft. Kurz vor Feierabend, kurz bevor ich komplett im Eimer bin. Gehe ich da noch mal in die fette Höhle rein und lass mich noch mal abmurksen, so. Hat hier nicht eben noch irgendwas geknurrt? Boah, ja, es knurrt. Oh, ich bin auf die Fresse gefallen, glaube ich. Oh, wo ist das Viech? Es hat geknurrt
Da ist es. Dann komm schon her, Klappstuhl. Warum läufst du denn jetzt da hinten in die... Alter! Macht mir doch nicht solche Angst. Und jetzt ist auch noch Nacht. Ich hasse das. Ich will das mir hier oben angucken, wie das hier aussieht. Das sieht cool aus. Alter, hier sind wir wieder bei so einem Dschungelding. Vielleicht ist das sogar derselbe Dschungel, wie der, wo wir den Schwefel gefunden haben. Nur von hinten. Ja, ist durchaus möglich. Ich frage mich, wann man mal irgendwie eine Map findet oder so, also eine Karte. Weil das wäre eigentlich ziemlich... Ich will nicht da oben auf diesen Bogen drauf, sonst kriege ich Haue, das weiß ich. Ich sollte auch nicht so schrecklich rennen, das ist eigentlich auch nicht gut. So, dann lass uns doch nochmal gucken, wo der... Jetzt habe ich Carterium erst gescannt. Ich bin doch wohl nicht ganz dicht, ne? Ich werde kein Carterium Erz jetzt finden. Ich will Rohquarz, verflixte Axt. Es gibt noch ordentlich Carterium auf der Karte. Ist ja wohl kein Wunder. Okay. Rohquarz. 977 Meter. Immer noch. Fuck. Ich glaube, ich habe erstmal genug erforscht, Leute. Ich müsste jetzt auch wirklich langsam Feierabend machen. Die Sonne strahlt mir jetzt schon so ein bisschen von der Seite in die Augen rein. Und gerade jetzt, wo der Bildschirm dunkel ist, sehe ich kaum noch was. Also hier unten vielleicht nochmal ein bisschen gucken. In irgendeinen Feind laufen, wer weiß. Bah. Ja, es ist spacig alles hier. Und ich freue mich schon so sehr aufs nächste Mal, wenn wir dann unten die Eisenproduktion im Tal optimieren, dann den den Produktionsapparat für die verstärkten Rahmen bauen. Alter, was ist das da? Das ist ja Kalkstein. Ich hab's gar nicht. Rein. Wozu brauche ich reinen Kalkstein? Ach, guck mal, das ist eine Beere. Für die lohnt es sich immer wieder rumzulaufen. Na, krieg ich mal die Beere bitte? Krieg ich die Beere? Ich krieg die Beere nicht. Hä? Ah, na, endlich. Ist der Axt. So. Ja, das da wird auch noch schön. Das ziehen wir nach unten runter. Wir machen es uns hier richtig gemütlich. Industriell gemütlich. Yo. Also ich bin ja schon mal glücklich, dass das Layout ist eigentlich für die gesamte Fabrik jetzt fertig. Da laufen wieder unsere Förderbänder. Alles läuft wieder so, wie es eigentlich soll. Nur viel besser. Schaut mal, es sieht doch um einiges aufgeräumter aus als der Quatsch, den wir da letztes Mal gemacht haben. Geil. Und das wird noch besser. Das nächste Mal räumen wir hier auch ein bisschen das Layout von der ganzen Produktionsecke hier auf.
Und ich mache mich mal ein bisschen schlau darüber, oder ich gucke mir mal so offscreen so ein bisschen hier die Produktionsbottlenecks an, also wo halt Engpässe sind. Und wo man das Ganze ein klein wenig mehr zum Gehen kriegen kann. So. 300 von 500. Mhm. Ja, den kriegen wir erst, wenn wir Stahlgeschichten erfunden haben. Und guckt mal, wie viel Baufläche wir hier noch haben. Das wird doch alles ganz schön. Den Hub werde ich wahrscheinlich dann irgendwo gesondert hinstellen. Vielleicht baue ich da eine Wendeltreppe hoch und dann stellen wir den Hub da unten drauf. Wer weiß, was wir nicht alles noch Schönes machen können. Ja, 50 solcher Rahmen, kriegen wir die noch von Hand gemacht? Wir brauchen verstärkte Platten, da haben wir genug, glaube ich, von. Und Rohre haben wir auch. Ich mache erstmal so viel, wie ich kann. So, von diesen Rahmen, von diesen modularen. Schauen wir mal. Oh, die dauern aber höllisch lange. Okay. Ja, dann kann ich mich schon mal von euch verabschieden. Es war mir wieder mal ein unglaubliches und ungezügeltes und absolut orgiastisches Fest, für euch hier mal wieder den Honk zu machen. Es gab noch nicht viele Kommentare hier, aber es scheint sich eine kleine, aber feine Zuschauerschaft auch für dieses Let's Play zu etablieren. Freut mich. Lasst ruhig mal mehr Kommentare da, sagt mir, ob euch das Spiel hier Spaß macht, so wie ich das spiele, oder ob das eher weg kann. Wir werden dann sehen, ob ich dann weitermache. Also ich hätte voll Bock drauf, also das hört ja auch nicht auf. Also ich kann mir echt vorstellen, dass wir hier zu Folge 1000 irgendwie kommen oder so. Das ist ja fast wie Minecraft, das Ganze hier. Eine andere Sache, ich habe auch noch das Spiel Raft. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es ist etwas unvergebend, das Spiel, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das komplett verhonke. Also wenn ihr wollt, dass ich Raft spiele, auch mal Bescheid sagen. Aber ich kann es halt nicht gleichzeitig mit dem hier machen. Ich müsste mir noch ein paar Eisenrohre holen, weißt du das? Haben wir denn noch ein paar irgendwo in der Truhe rumliegen, vielleicht da drüben? Ich will jetzt noch diese Sache starten. Da sind noch 100 Eisenrohre. Das ist super. Da kommen wir mit klar. Okay. Dann machen wir die doch noch fertig irgendwie. Das sind ja immer zwei. Also jetzt noch. Ja, jetzt noch 10. Das heißt noch 5 Durchläufe. Dann haben wir es auch durch, meine Güte. Hallo Sonne. Alter, habe ich es wieder geschafft, ne? Bis morgens früh durchgehalten. Gleich läuft auch, glaube ich, die Facecam alle. Ich glaube, die hat so irgendwas um knapp 6 Stunden Aufnahmekapazität. Warum willst du da noch mehr machen? Ist doch gar nicht nötig. So, einmal rein und schon geht's los mit der einfachen Stahlproduktion. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry grants access to new, simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Okay. Also wir müssen wirklich bald den Hub und den ganzen Kram umsetzen, irgendwo hin. Ich würde es wirklich gerne umsetzen, irgendwo hin, wo nichts anderes hin soll. Man könnte zum Beispiel auch, da fällt mir gerade das ein, hier irgendwie rüber bauen, dass man hier eine Brücke rüber baut, nach da, und dort könnte man den Hub hinbauen. So quasi alles überschauend auf diesem Plateau. Das wäre äußerst schön. Aber ich finde das so geil, wie jetzt hier inzwischen unsere, ja, sie läuft nur nicht, weil ich den, ich glaube, ich habe den Bohrer abgestellt, ne? Warte mal, das heißt doch dann, dass wir vielleicht auch ein paar Sachen irgendwie loswerden können. Hier gibt es zum Beispiel Kupfererz und hier gibt es Kupferbarren. Das könnte man dann ja mal loswerden. Hier gibt es noch mehr Kupferbarren.
Lass mich noch mal rüber in die Kiste gucken, ob dort vielleicht auch noch Kupferbarren und Kupfereisen und Kupfererz rumhängen. Dafür habe ich den Kram ja gemacht. Nö, hier ist eigentlich nichts. Wieder einen Kalkstein haben wir noch am rumfliegen. Mal 29 Panzer und 22 Innereien. Also ganz so selten sind die nicht. Und das muss unterfüttert werden. Das sieht scheiße aus. Okay. gut. Ein paar Produktoren könnte man ja mal mit Kupferbarren versehen. Warte mal, was ist das hier? Ist das eine Schmelze? Das ist eine Schmelze. Ja, genau, das ist eine Schmelze. Hier müssten wir Kupferbarren reinbauen. So, zack. Da drüben. Was ist das? Was stellt das her? Hey. Ja, können wir glaube ich auch. Ach nee, das ist da werden die Kabel hergestellt. Hier könnte man Kupferbarren reinführen. Hä? Warum habe ich hier? Hä? Ach so. Also ich sollte echt langsam schlafen gehen. Stimmt ihr mir dazu? So, hier ist der Schmelzofen. Okay, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir den ganzen Kram dann loswerden hier. Ja. Boah, das sieht so cool aus, wie das hier alles so läuft. Immerhin schon mal eine ganze Menge Automatisierung, die hier stattgefunden hat. Und wie gesagt, hier müssen wir demnächst, also in der nächsten Aufnahmesitzung würde ich sagen, wir bauen den ganzen Kram hier einmal ab und konzentrieren das so ein bisschen, weil hier ist viel zu viel Platz dazwischen. Das könnte man verdichten. Und vielleicht dann auch ein paar Produktoren oder Produktionsmittel bauen, die etwas schneller sind, die dann die Engpässe da hinten besser füttern, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ansonsten, nächstes Mal bauen wir wohl an der vierstöckigen Kohlestraße, die dann da oben rüberkommt, sodass wir vier Bänder Kohle haben, die gleichzeitig befüllbar sind und dann da oben noch zwei Kraftwerke hinsetzen, zwei Kohlebrenner. Ich kann ja mal kurz gucken, das würde ich gerne noch tun. Ob da überhaupt noch zwei Kohlebrenner hinpassen. Also man könnte sie auch näher aneinander setzen, ist klar, ne? Da müsste ich dann den einen hier abreißen und dann so, ne? Und dann hast du nicht gesehen. Also hier könnte man auf jeden Fall noch einen hinsetzen. Ja, und wenn man den einen dann etwas nach hinten versetzt bauen würde, könnte man da auch noch einen hinbauen. Also dann könnte man hier vier Kohlereaktoren hinbauen, die dann garantiert die Umgebung hier komplett versorgen könnten. Also Leute, es ist genug. Ich kann nicht mehr. Ich würde am liebsten gerne weitermachen. Ich habe zigtausend Pläne im Kopf, wie ich das hier weitermachen will. Das werden wir allerdings alles das nächste Mal schauen. Bis dann. Es war mir ein Fest.